Freunde, willkommen zurück bei Chernobylite. Wir haben uns lange nicht gesehen in diesem Game hier. Es tut mir leid, ich hatte andere Sachen zu tun. Habt ihr auch wahrscheinlich auf dem Kanal gesehen. Wir gehen direkt nach Kupachi, weil wir dann noch was machen müssen. Oh, Oliver geht ziemlich gut. Den schicken wir mal dahin. Ja, ich will die Mission starten. Let's go. Und ja, wir haben ja schon zwei Tries gehabt in diesem Kupachi-Bunker. Und wir haben offensichtlich irgendwas übersehen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Falle zu entschärfen, bevor wir uns da drinne jedes Mal fangen lassen. Weil es ja richtig nervig, da muss wir durch den ganzen Wald da jodeln und wieder die Wachen ausschalten und die Dokumente da sammeln, dann weiterlatschen. Boah, voll ätzend. Wir versuchen das mal hier und heute. Nee. Ein bisschen anders zu machen. Wir schauen mal, ob es irgendwie einen Auslöser gibt. So, wir können nebenbei auch noch mal ein paar Kräuter so einsammeln. Wo sind wir hier? Da müssen wir hin. Mal sehen, wie einfach wir das schaffen. Oh, hier ist auf jeden Fall eine Menge Strahlung, Digga. Was ist denn hier? Da ist er. Oh, hier sind ja schon so viele. Das wusste ich nicht. Wenn die da direkt nebeneinander stehen, ist natürlich shit. Drei sind so mittlerweile sogar. Holy shit. Die brauche ich immer schön im Visier, sonst nehmen die mich noch hops. Und zwar schneller, als ich gucken kann. Okay, hinter können wir vielleicht kurz parken, aber hier kommen wir nicht weiter. Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Digga, oh. Da wollten wir auf jeden Fall nicht hin. Wir wollten doch da unten hin. Gar keine Orientierung der M-Stars. Oh Mann. Okay, so, ich hab's aus dieser brandgefährlichen Situation herausgeschafft. Sind doch schon gut verstrahlt und offensichtlich waren wir hier noch nicht. Da ist Duga. Da ist ein Bunker. Jetzt theoretisch nur da lang laufen, ne? Da lang und dann runter. Tatsächlich einen Bunker gefunden. Das ist ja geil. Alter. What the fuck, hier geht's nicht weiter. Und er kommt hier auf uns zu. Ah, Schrotflinte. Ah, verflucht, wir sind hinter der Map irgendwie. So, jetzt kann ich ihn über einen Haufen schießen, Digga. Komm her, du Hund.
Gott, war das unheimlich. Scheiße. Krass. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier noch einen Bunker finden. Den man auch noch so gut betreten kann. Wir müssen noch weiter runter. Da ist auch schon wieder was unter der Erde. Hey, lass mich doch da durchspringen. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist wahrscheinlich der Teil des Kopachi-Gebiets hier, wo die Viecher waren. What the heck, Alter? Hat schon für eine leicht unheimliche Stimmung gesorgt, muss ich sagen. Man hätte ja auch einfach dahin kommen können, aber nein. Ja, wir müssen. Jetzt sind wir wieder bei den beiden Experten hier. Ne, ich will die nicht abschießen. Wie viel Zeit haben wir? Okay, wir haben noch eine Viertelstunde. Das packen wir. Haben wir auf jeden Fall auch mal noch ein bisschen mehr von der Map gesehen. Krass. Und einfach mal so einen Bunker aufgetan. Ich mag Bunker. Bin ein Bunkerfreund. Jetzt höre ich auch noch so ein Arschloch hier. Da. Kann den nicht abschießen. Wie habe ich das dann beim letzten Mal geregelt? Ich glaube, ich bin hier rauf. Hab mich gefreut, dass ich hier oben bin. Hab gehofft, dass mich einer der beiden nicht sieht. Aha. Sehr schön. Dann haben wir schon mal die Dokumente eingesammelt. So, ich erspare euch jetzt mal den Weg zum Bunker. Der ist nämlich auch noch lang und beschwerlich. Wir sehen uns dann gleich am Bunker. So, Friends, wir haben es geschafft. Am Bunker angekommen. Können noch mal kurz ein paar Sachen looten. In der Hoffnung, hier sind keine Soldaten. Sieht erstmal ganz gut aus. Lebensmittelration sehr wichtig. Okay. Dann gehen wir mal rein. Zum dritten Mal jetzt. Da ist der Raum, okay. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. Vielleicht führt irgendein Kabel hin. Irgendwas. Womit sich verhindern lässt, dass wir eingesperrt werden wie eine Ratte.
Dokumente sind nämlich in diesem Safe drin. Jetzt habe ich keine Taschenlampe mehr über. Oder muss ich reingehen? Ich weiß nicht mehr, wann die Falle ausgelöst hat. Oh nein. Ich sehe hier auf jeden Fall ist mal nix von einem Schalter oder so. Ich guck gerade auch einfach nochmal in unsere ersten Versuche rein. Da werde ich ja sehen, wann die Falle ausgelöst hatte. Vielleicht ganz am Anfang? Gucken nochmal. Nee, ist gar nichts. Nichts zu sehen von irgendeinem Schalter. Gar nichts, wirklich überhaupt nichts. Ich will mich nicht schon wieder fangen lassen. Mann, oh. Nichts an den Wänden hier. Warte mal, hier waren wir noch nicht. Aber hier ist genauso viel. Nämlich gar nichts. Okay, ich guck mal kurz in die alte Folge rein. Okay, Friends, also ich habe nichts gefunden hier. Ja, wie man. So eine Taschenlampe jetzt. Ah, V. Ich habe nichts gefunden hier draußen. Das ist es, wa? Ну что, угодил в мою ловушку? Можешь считать, что я слишком люблю драму, маленький крысёныш. Но! А теперь, бедный маленький крысёныш, дыши. Дыши! И? Кажется, я только что отключил твою ловушку. Ну, прости, прости, что испортил тебе всё веселье. Cool. Aufgabe erfüllt, hat er gesagt. Dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt noch dem... der restlichen Zeit ein bisschen dem... dem Farmen von Gegenständen, oder? Wir könnten auch ein bisschen was brauchen für unsere Basis und auch zum Herstellen von diversen Dingen. Wir hatten da hinten auch noch ein Fragezeichen. Hier. Wir könnten ja mal versuchen, da hinzukommen. Was heißt ver... Wow, 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 wow. Was heißt versuchen? Wir machen es einfach. Bevor die Nacht hereinbricht. Vielleicht schaffen wir es noch. Müssen uns hier nur noch mal durchs Dorf arbeiten. Ich habe ja keinerlei Wachen ausgeschalten. Da ist einer. Ich hoffe nur, der Black Stalker wird uns nicht vorher irgendwie hops nehmen.
Кто там? Покажись! Warum sind die jetzt gelb eigentlich? Schwein gehabt. Da ist noch einer. Scheiße. Stehen genau nebeneinander. Ich will einfach nur weiterlaufen. Aha. So geht's also auch. Es wird langsam dunkel. Dann kommen die Blitze und dann kommen die Monster und dann kommt der Black Stalker. Ich kenne nur das Spiel schon. Leider nix oder nix wie Granaten oder so. Warum ist hier so heavy verstrahlt? Vielleicht müssen wir hier durchgehen. Du Fotze! Ich hab dich zuerst. Die Bergbit. Wie unrealistisch, ich habe ihn schon vorher ins Gesicht geschossen. Da ist noch einer. This is weird as fuck. Hä, wir sind schon dran. Bunkera. Weiß nicht, ob das clever ist, hier reinzugehen. Oh, das ist aber... Das war sehr viel Material. Scheiße. Wer ist das denn? Okay. Klingt ein bisschen wie Kenny von South Park. Der ist aber sehr gesprächig. Vermutlich, weil ich eine Pumpgun in der Hand habe. Wer weiß. Ah, ich sehe Schmuggler. Was schmuggelten sie?
Etwas, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, denke ich. Alkohol, Drogen, Waffen. Wenn dies ihre Grundbedürfnisse sind, steckst du tief in Schwierigkeiten. Was ist drin? Ich weiß nicht, sie sagten es mir nicht. Ich denke etwas, das es wert ist, in einem Safe aufbewahrt zu werden, oder? Dynamit. Mhm. Okay, also hier brauchen wir irgendwas. Das ist ja eine unheimliche Begegnung gewesen gerade. Da brauchen wir irgendwas Größeres, um da reinzukommen. Irgendwas zum Weghebeln oder so, keine Ahnung. Wie kommt man hier überhaupt wieder raus? Okay, ich denke... Okay, es gibt hier offensichtlich nur einen Weg rein und raus. Das ist praktisch, dann gehen wir jetzt nämlich nach Hause. Und das war's dann auch mit der Folge. Danke fürs Anschauen. Wir haben es geschafft, Bunker 007 zu lösen. Ich habe diesen roten Kasten nicht gesehen, wa? Absolut nicht. So, okay, dann geben wir noch Fresschen hier für Oliver und Igor. So, akzeptieren. Okay, und wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wa? Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.